Bei den Ferienapartments wurde jetzt in den vergangenen Wochen das Obergeschoss bzw. das Dachgeschoss fertiggestellt. Das heißt, dass alle Stahlbetonbauteile vorhanden sind, alle Mauerwerkswände sind gestellt. Das Besondere bei den Dächern der Ferienapartments ist die gefaltete Form. Und die gefaltete Form bildet sich auch im Stahlbeton ab. Jetzt, wo die beiden Bauteile Ferienapartments und Hotel im Rohbau fast fertig sind, sind wir auch parallel dabei, die ganzen Geländeauffüllungen fertigzustellen. Das heißt, der Tiefbau ist dabei, von unseren drei Halden, die wir haben, Sand auf das Gelände zu fahren und auch das Gelände wieder anzuheben auf das später fertige Niveau. Beim Hotel sind wir gerade dabei, die Dachgeschosse fertigzustellen. Wir sind im Bauteil A durch mit den Arbeiten, im Bauteil B und C werden jetzt noch die letzten Arbeiten in den Dachgeschossen fertiggestellt, sodass dann auch zügig die Dachstühle hergestellt werden können. Die Decken werden ausgeschalt, sodass die Rohbauer jetzt auch Ausbesserungsarbeiten durchführen können. Das heißt, es werden kleinere Risse verspachtelt, Unebenheiten werden weggeschliffen, offene Durchbrüche, die jetzt noch nicht genutzt werden, werden provisorisch verschlossen, abgedichtet, dass wir bei der unsteten Wetterlage, die wir jetzt haben, auch das Gebäude dicht bekommen. Die Ferienapartments und das Hotel sind über einen unterirdischen Tunnel miteinander verbunden, damit die Gäste der Ferienapartments auch trockenen Fußes, insbesondere in den Wintermonaten, auch den Spa benutzen können. Ebenso ist der Tunnel wichtig, damit das Housekeeping auch aus dem Hotel in die Ferienapartments kommt. Mit Fortschreiten des Rohbaus sind wir natürlich jetzt auch bestrebt, den Innenausbau voranzutreiben. Insbesondere im Untergeschoss, Bauteil A, als auch im Restaurantbereich, in der Lobby, werden die ersten Trockenbauwände gestellt, die technische Gebäudeausrüstung ist dabei, die ganzen Sanitär-, Lüftungs-, Elektroinstallationen durchzuführen. Das Schwimmbad ist, so wie es heute dasteht, im Rohbau fertiggestellt. Das heißt, man kann die ganze Geometrie und die wahre Größe, die es nachher haben wird, erahnen. Man kann sich jetzt schon vorstellen, wie es sein wird, aus dem Schwimmbadbereich die Treppe zu nutzen, in das Schwimmbad zu gehen und durch die große Glasfront nach draußen Richtung Nordsee zu schwimmen. Wir führen in relativ regelmäßigen Abständen mit der Bauherrschaft Baustellenbegehungen durch. Dazu werden häufiger auch die Betreiber eingeladen, um auch am offenen Objekt die letzten Planungsfragen zu klären und abschließend festzulegen. Seit kurzem werden nicht nur in den Ferienapartments, sondern auch im Hotel die ersten Fenster geliefert. Im Hotel sind wir gerade dabei, insbesondere bei den Standardzimmern die Fenster einzusetzen. Die Fenster sind momentan wichtig, da wir ohne eine geschlossene Gebäudehülle die ganzen TGA-Installationen, Trockenbauwände und dergleichen nicht stellen können. In den nächsten Wochen wird auf der Baustelle die Gebäudehülle dicht gemacht. Das heißt, die letzten Fenster werden eingesetzt, die Dämmungen in der Fassade werden gesetzt, die Außenmauerwerksschale wird verblendet, die Dachstühle werden gerichtet und parallel läuft der Innenausbau auf Hochtouren weiter, auf Seiten der TGA als auch in der Objektplanung, das heißt Trockenbauwände, Trockenbaudecken, Estricharbeiten dergleichen.